Volumen einer Pyramide. Ich habe hier eine Pyramide aufgezeichnet. Die hat hier als Grundfläche, wenn man die ausrechnen würde, also das hier, das ist ein Quadrat, nämlich A mal A wäre die Grundfläche, der Flächeninhalt. Dann haben wir eine Höhe gegeben, die rote Linie, die geht senkrecht von der Spitze, verläuft sie senkrecht auf die Grundfläche. A mal A ist ja die Grundfläche, hier ist ein rechter Winkel drin. Dann haben wir hier HA gegeben, das braucht uns erstmal nicht zu interessieren und S auch nicht. Wir wollen das Volumen an der Pyramide berechnen. Die Volumenformel der Pyramide lautet V, steht für Volumen. V ist gleich 1/3 mal G, also mal der Grundfläche, mal die Höhe H. Jetzt ist ja klar, H haben wir hier. H ist 30 cm. Könnte man hier einsetzen, ne? Jetzt steht hier G, die Grundfläche. Wie errechnet die sich? Das ist ja A mal A, ne? Das kann man ja schon mal hinschreiben. G, die Grundfläche ist A mal A. Erstmal die Ausrechnung. G ist gleich A mal A. Jetzt einsetzen, A ist 15 cm, also G ist 15 mal 15, heraus kommt 225, einmal im Taschenrechner eingeben, ihr könnt statt 15 mal 15, könnt ihr auch 15 zum Quadrat eingeben, also im Taschenrechner 15 Quadrat, ne, ist das gleiche wie 15 mal 15, ne? Ich lass mal wieder weg hier. 225 Quadratzentimeter kommt da dann raus. Weil hier steht eigentlich Zentimeter hinter, hier auch Zentimeter mal Zentimeter ist Quadratzentimeter. Und eine Fläche, also die Grundfläche ist ja eine Fläche. Fläche wird immer im Quadrat angegeben. Also Quadratzentimeter, Quadratmeter, Quadratdezimeter. Also 225 Quadratzentimeter ist die Grundfläche. Schreiben wir hier hin. G ist gleich 225 Quadratzentimeter. Jetzt wische ich das nochmal weg. Jetzt müssen wir das einfach nur noch da einsetzen und schon haben wir das Volumen der Pyramide berechnet. Jetzt kann man sich auch mal fragen, wie ich vielleicht am Anfang erwähnen soll, was ist eigentlich ein Volumen? Volumen ist ja der Inhalt eines Körpers. Sagen wir mal, die Pyramide würde aus Plastik bestehen. Und dort in der Pyramide drin selber ist Luft. Oder sag ich mal Wasser. Diese Luft oder das Wasser selber ist das Volumen. Das ist das Volumen der Pyramide. Ne? Jetzt müssen wir es einfach einsetzen. Also V ist gleich 1/3 mal G. G war 225. Hier steht Zentimeter, also Quadratzentimeter hinter. Ne? Mal Höhe, mal die Höhe. Die Höhe war 30. Mal 30 Zentimeter. Ne? Die Höhe ist eine Länge, also nur Zentimeter. Jetzt könnte man im nächsten Schritt das verrechnen. Das können wir ja mal machen. Wir können ja erstmal das hier ausrechnen, 225. Wie man das rechnet, 1/3 mal 225. Und dann mal 30 ist vollkommen egal. Ihr könnt auch alles sofort im Taschenrechner eingeben. Ich verrechne erstmal diesen Schritt hier, 225 mal 30. Herauskommt 6750. Hier mache ich ein 1000er Trennzeichen. Jetzt ist die Frage, was kommt dahinter? Hier kommt Kubik. Zentimeter hinter. Nämlich hier steht Zentimeter hoch 2 mal Zentimeter hoch 1. Ich kann auch eine einzelne schreiben. Diese Zentimeter hoch 2 ist ja Zentimeter mal Zentimeter. Zentimeter mal Zentimeter ist ja Zentimeter hoch 2. Und jetzt nochmal mal die Zentimeter, also mal Zentimeter. Zentimeter mal Zentimeter mal Zentimeter ist Zentimeter hoch 3. Ne, daher kommen die Kubikzentimeter her. Ne? Jetzt muss man das nochmal 1/3 nehmen.
Hier kann man sehr schön sehen, das ist ja 6750 Eintel. Zähler mal Zähler, wäre 6750, würde im Zähler stehen. 3 mal 1 sind 3, also im Nenner steht 3. 6750 durch 3 müsste einfach rechnen. Kommt insgesamt dann raus als Volumen für diese Pyramide 2250 Kubikzentimeter. Ne? 1000 Zeichen. Das ist schon das Ergebnis. Jetzt kann man das nochmal rot unterstreichen. Jetzt ganz allgemein, das Volumen eines Körpers ist immer Grundfläche mal Höhe. Da diese Fläche, da diese Pyramide aber spitz verläuft, jede Pyramide verläuft ja spitz, müssen wir das Ganze nochmal mal ein Drittel rechnen. Ich habe übrigens einen Punkt vergessen. Also ein Malzeichen. Dann müssen wir halt das Ganze mal ein Drittel nehmen. Ne? Sonst, wenn wir Grundfläche nur mal Höhe nehmen würden, wäre es ein Quader. Kein Würfel, sondern ein Quader. Ne? Dann ist es hier oben noch ein Deckel drauf, hier verläuft das so runter nach hier. Das wäre ein Quader. Ne? Und weil es eine Pyramide ist, müssen wir das Ganze mal ein Drittel nehmen. Ne? Schon haben wir das Volumen der Pyramide ausgerechnet. Ne? Genau, das war schon zum Thema Volumen einer Pyramide.